Herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Offenbar nicht besonders viel. Na? Sehr schön. Das ist die Frage, hoch oder runter? Ich glaube, hier unten konnte man nur... Punkte sammeln. Also Gold sammeln, was natürlich auch nicht zu verachten ist. Hallo, kommt doch einfach mal hier hin. Was ist denn los? Was ist denn hier los? Warum stehen die hier alle so durcheinander? So nicht, mein Freund. Wärst du mit der Gruppe gekommen, hättest du auch mit der Gruppe sterben können. Aber so nicht. So. Gold, Gold, Gold. Hallöchen. Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Toll, der wollte sich gar nicht bewegen. Dann halt nicht. Gucken wir mal, wie wir hier oben weiterkommen. Ich glaube, die Kleine brauche ich gar nicht erst. Gar nicht erst groß was zu machen. Ja, komm, 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 komm. Zack. So schön. So. Kommt alle zusammen. Mir fehlt die nötige Essenz. Nein, fehlt sie nicht. Warum? Ach so, das ist das mit diesem Schutz gewesen, ne? Dieses rote zusätzlich. Das ist natürlich cool. Also müssen wir mal gucken hier. Das ist links, rechts, oben, unten. Ich gehe jetzt erstmal hier rum. Oh, ich glaube, das war eine Falle. Entschuldigung. Zack. Damit. So. So, jetzt schauen wir mal. Der See war ungefähr in der Richtung, glaube ich. Das heißt, wir gehen erstmal hier rum. Was haben wir jetzt da gerade erwischt? Ach so. Ist das dein Ernst, dass du hier am Schießen bist? Das ist wie bei Teso, da lasse ich einen Begleiter auch einfach kämpfen und dann weiter. Oh, ich liebe sowas. Moment, jetzt sind wir aber wieder da, wo wir... Ach so, ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade zuerst, das wäre eine Falle gewesen, weil das hier so komisch hochkam. Schuhe... Die und die Hose können wir mal wechseln. Ring habe ich noch gar keinen an. Und den kann ich, glaube ich, sowieso nicht benutzen, weil wir eine Zweihandsense benutzen aktuell, ne? Naja, haben wir eine Zweihand... Achso, jetzt muss ich mal eben gucken. Wir laufen jetzt quasi wieder zurück. Das heißt, wir müssen nach oben... Und irgendwie nach rechts. Das wird wahrscheinlich eine wahnsinnig lange Folge werden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die in zwei Teile teilen soll und kann. Wenn nicht, dann seht es mir bitte nach, dass die Folge so lang ist. Aber ich möchte halt, ja, alles, was so zusammengehört, wie halt eben diese Dungeons auch, möchte ich dann schon gerne zusammen haben. Oh, die haben wir noch gar nicht gemacht hier. Habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Moment, da oben war doch gerade noch was. Du hast nichts drin. Noch nicht mal 10 Gold oder so. Sauerei. Oh, der war gemein. Komm, der war gemein. Der war wirklich gemein. Genau, halt dich mal.
Lilith öffnete mir die Augen für Inarius Verbrechen. Er hinterging sie, verbannte sie. Er stahl die Macht ihrer Kinder. Er ist der Grund, weshalb wir schwach sind. Der Grund, weshalb wir sterben. Er stürzte uns ins Unglück, weil er uns fürchtete. Wir werden ihm zeigen, dass seine Angst begründet war. Moment. Was? Sie hat auf die Lügen gehört. Offenbar. Oder eben Lilith hat es wirklich selber so gedacht. Ich weiß es nicht. So gefühlt. Ah, was ist jetzt los? Mich verfolgt ein Totenschädel. Hallo. Hab ich schon mal raus? Was war das gerade? Ich habe keine Essenz mehr. Dann schlag ihn so. Ach, das ist so ein kurzfristiger Stun oder was? Was ist denn das für ein Quatsch? Könnt mich doch nicht einfach so stunnen hier. Ganz ehrlich, das ist das Schlimmste, was man mit mir machen kann, mich zu stunnen, weil ich das so nervig finde. Wir müssen. Nein, ja, ich weiß. Falsche Taste. Wir müssen aber darum, genau. Dass ihr hier gerade am Kämpfen seid. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde immer größer. Kommt mir das nur so vor? Oder ist dem wirklich so? Ich weiß es nicht. Freundchen, so nicht. Wie nicht genug Essenz, hallo? Ich habe tatsächlich nicht genug Essenz. Aber dafür habe ich tolle Begleiter. Ganz tolle Begleiter, die mir helfen. So, es wird nur ein bisschen problematisch vielleicht bei Bossen, weil dann habe ich natürlich nicht so viel Essenz, um die Bosse zu erledigen. Abgeschlossen. Nee, jetzt nicht mehr. Okay. Wieder versperrt. Weiß Lilith, dass wir kommen? Offenbar. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Sie ist schon tot? Echt jetzt? Hallöchen. Okay, der Kampf hat in der Closed Beta ein bisschen länger gedauert mit der Zauberin. Moment, können wir das jetzt... Hatten wir noch nicht, oder? Ihr habt eure Furcht überwunden. Doch ich spüre noch euren Schmerz. Ihr vermisst eure Tochter. Mein Vögelchen. Sie hat sicher furchtbare Angst. Geht oder bleibt. Es ist Zeit, sich zu entscheiden. Ich habe sie gut ausgebildet. Sie ist ein gutes Kind. Stark. Sie wird zurechtkommen. Sie... Ihr habt eine weise Wahl getroffen, mein Kind. Um zu Radma zu gelangen, müssen wir den See am Fuße dieser Ruinen überqueren. Das erfordert ein Ritual. Ich bringe es euch bei. Wie ihr wünscht, Mutter. Gut. Ihr seid bereit für die erste Lektion. Blut ist der Schlüssel. Was habt ihr diesmal gesehen? Ihr müsst mich nicht schonen. Sagt es mir. Lilith hat vor, eurer Mutter ein Ritual beizubringen. Eines, das Blut erfordert. Eure Mutter wirkt
empfänglich. Wir müssen zu ihnen. Mutter weiß mehr. Weiter geht's. Da geht's nur geradeaus. Ich freue mich jedes Mal darüber, wenn es nur geradeaus geht. Weil man dann nicht irgendwie im Kreis laufen kann oder sonst irgendwas machen kann. Moment, hier waren wir aber doch schon mal. Jetzt kommen wir wieder. Nee. Das sieht nur genauso aus. Okay, dann gehen wir hier unten hin. Das müsste theoretischerweise eine Sackgasse sein. Kümmert euch mal um den. Ihr schafft das schon. Ihr habt das gut gemacht. Sehr schön. Dankeschön. Ja. Da kommt schon der nächste. Danke. Vielen Dank. Jetzt habe ich wegen euch hier keine Magiker mehr. Mann. Ich dachte, ich müsste denen helfen. Kommen wir da aufs Gleiche? Das ist ein... Ne, da unten geht's nicht weiter, ne? Kommen wir da aufs Gleiche raus? Ich weiß es nicht. So, wir müssen eigentlich nach oben. Schafft ihr das? Da kommt schon wieder so ein großer. Da war ein großer. Kommt, Jungs, wir gucken erstmal hier unten. Noch mehr. Euer Ernst? Wie viele noch? Wir haben ein Dämonenherz bekommen. Ich habe keine Ahnung, wofür das gut sein könnte. Aber es ist bestimmt nicht schlecht. Also sprich, irgendwas, was wir zum Herstellen oder sowas benutzen können. Guten Tag. Partysprengung. Nein, das war die falsche Taste. Die wollte ich eigentlich machen. Sehr schön habt ihr das gemacht. Sehr schön. Falsche Taste, aber egal. So, unten? Nee, da unten ist nichts mehr. Wie albern jetzt meine geistlosen Fantasien von gestern erscheinen. Ich glaubte an die Horadrim, doch ich wurde getäuscht. Mit ihnen als unsere Streiter können wir kaum überleben. Doch Lilith wird uns zum Sieg führen. Mein ganzes Leben lang war ich auf der Suche. Doch ich war es, die gefunden werden musste. Ja, vielen Dank für die Unterbrechung. Ne, danke für nichts. Fass? Oh. Jetzt weiß ich, was das für ein Fass war. Ja, kämpft ihr mal. Ich muss mal eben gucken. Da kommen wir quasi wieder zurück wahrscheinlich. Das heißt, wir gehen erstmal hier rum. Der war schon tot. Ich glaube, hier ist noch mal... Ne, es sind aber keine Blütenblätter, ne? Da können wir auch nichts machen. Sehr gut macht ihr das. Vielen Dank. Gut, das ist nett. Das nehme ich doch gerne an. Oha. Das nicht.
Ich brauche mehr Essenz. Willst du mich veräppeln? Stufe 10, immerhin. So. Ah. Geheilt bin ich auch. Jetzt gucken wir mal eben. Da kommen wir wieder zurück. Dann gehen wir hier nochmal kurz zurück und decken das auf. Nicht, dass da jetzt doch noch irgendwelche Viecher rumlaufen. So wie hier. So, das ist aber nicht ganz nach links. Da hätten wir dann vielleicht doch noch zu Ende gucken müssen. Na gut, aber ich laufe jetzt nicht nochmal extra da komplett durch. Das machen wir dann danach. Kümmert euch mal um den Jungs. Dankeschön. Ihr seid die Besten. Und hier sind wir richtig. Diese Barriere. Es scheint die gleiche Art von Magie zu sein wie vorhin. Dämonen nahen. Wir müssen hier durch. Ich glaube, ich kann sie bannen. Mach das. Ich lasse die Dämonen beschäftigen. Ich brauche mehr Essenz. Ja, natürlich. Was auch sonst. Wir sind ja auch nicht gerade zufällig im Kampf. Hallo? Nein? Wieso machst du nichts? Ich brauche Zeit, um das zu tun. Nein, brauchst du nicht. Könntest du dich mal ein bisschen beeilen, bitte? Ich habe es geschafft. Sehr schön. Gold haben wir sonst keins mehr. Ha! So, mal kurz aufladen, bevor wir jetzt gleich wieder so einen Ansturm haben. Hier ist eine Tür oder was? Nee, da geht's weiter. Moment, dann gucken wir hier unten nochmal kurz. Sah mal jetzt eigentlich so aus, als ob da noch welche angegriffen hätten, aber dann nicht. So, wir sind am klagenden Ufer. Was haben wir denn hier? Welch süßer Geschmack. Lilith bat mich um Hilfe bei einem Ritual. Die Opferung eines Priesters, der Eskorte. Er wehrte sich nicht. Er betete einfach, während wir sein Blut nutzbar machten. Vergebt meine Handschrift. Ich zittere noch immer. Macht tänzelt über meine Knochen. Jetzt wandle ich auf dem Pfad unserer Schöpferin. Mit anderen Worten, sie wird genauso dämonisch. Okay, wir gehen mal zum Wasser runter. Nicht genug Blut. Nie genug Blut. Ich weiß aber, dass hier ein böser Kampf war. Ich folge euch bis zum Ende von Sanctuarium, Mutter. Ein toter Priester. Eine tiefe Wunde an seinen Hals ließ sein Blut entweichen. Ein Priester? Er muss zur Eskorte gehören. Da ist sie. Mutter, red mit mir. Geht voraus, ich halte euch den Rücken frei. Mutter? Nirel. Du kommst gerade rechtzeitig. Hinter diesem See liegt die Nekropole der Erstgeborenen, ein Hort der Magie und des Wissens. Ich habe Lilith den Weg geöffnet, doch konnte sie nicht begleiten. Mir fehlt das göttliche Element, verstehst du? Nicht? Doch, ich kann es finden. Ich bin so nah dran. Ich brauche nur... Mutter, hör auf. Sieh nur, was Lilith dir angetan hat. Du schreibst mit deinem eigenen Blut. Mein kleines Vögelchen. Sie hat mich erweckt. Sie hat mir Dinge gezeigt. Dinge, die ich nicht einmal in Worte fassen kann. Sobald ich fertig bin, wirst du es verstehen. Mir ist egal, was sie dir gezeigt hat. Bitte, lass uns einfach von hier verschwinden. Oh, ich verstehe. Ja, schlaues Vögelchen. Du willst mich weglocken, um alles für dich zu haben. Das ist meine Entdeckung, nicht deine.
Ich werde diese Runen mit deinem Blut verenden! Ihr müsst das aufhalten! Nein! Seht euch an, was sie mir geschenkt hat. Boah, die nehmen aber fast gar keinen Schaden hier. Einmal kann ich noch. Also ich meine, man musste die erstmal töten. Damit man sie töten konnte. Ja, natürlich geht der jetzt hier weg. Willst du mich jetzt hier? Ich habe kaum noch Essenz. Dann kümmere dich darum. Nein! Ihr werdet nicht nehmen, was mir gehört. Ach, und jetzt wieder so eine blöde Drei-Runden-Show wahrscheinlich. Gut, immerhin können wir damit die, die Begleiter noch mal ein bisschen pushen. Mir fehlt die nötige Essenz. Ah. Komm mal stehen. Ist der eine jetzt weg? Ich glaube ja, ne? War wohl nicht so clever. Oh, 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 oh. Oh. Ich habe keine Essenz mehr. Ja, Elmisch doch. Man darf ja nicht mehr fluchen auf YouTube. Oh, ja, 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 ja. Lauf, mir lauf. Au, 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 au. Ja, heil dich doch. Och, die haben ihn umgebracht. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So, kann ich mich jetzt auf die Kleinen erstmal konzentrieren hier? Nein, kann ich natürlich nicht. Ach, endlich. So. Das tut mir leid. Ihr habt mich beschützt. Ich will euch nicht hassen. Ich versuche es. Wirklich. Lilith wird für das bezahlen, was sie getan hat. Wir brauchen also gesegnetes Blut. Kehrt zu eurer Prava zurück. Holt euch euren Segen. Bettelt, wenn ihr müsst. Was immer nötig ist. Meine Mutter hat dieses verdammte Ritual begonnen. Ich werde es vollenden. Trefft mich im Mistralwald. Warum dort? Die Horadrim haben dort eine Schatzkammer versteckt. Sie widmete ihr Leben der Suche danach. So viel dazu. Vielleicht hilft das beim Ritual. Wenn nicht, kann ich sie wenigstens dort begraben, wo sie es gewollt hätte. Ich brauche Zeit. Es tut mir leid. Lasst mich einfach. Ja, es tut mir ja leid für die Mutter, aber ich kann auch nichts dafür, muss man ja auch dazu sagen. Weil, nee, heilen können wir uns jetzt nicht mehr, ne? Nee. Ja, weil ich halt nichts anderes machen konnte in dem Moment. Hier gibt es noch Stufen, die wir hochgehen können. Nein, natürlich nicht.
Okay, dann schauen wir mal eben. Wie kamen wir denn hier raus? Das war, glaube ich, der Ausgang, ne? Das heißt, theoretischerweise müssten wir nach unten und dann eventuell da hoch klettern. Theoretisch. Praktisch weiß ich nicht, ob man diesen verkürzten Weg auf dem Rückweg jetzt gehen darf oder ob man ihn nicht gehen darf. Ich gucke jetzt mal eben, damit ich euch das letzten Endes auch zeigen kann. Bin ich jetzt? Doch, ich bin noch in die richtige Richtung am Laufen. So. Oh, wo kommt ihr denn jetzt hier? Hallöchen. So geht das aber nicht. Ihr könnt mich doch nicht einfach so überfallen. Ich wollte doch nur wieder zurücklaufen. Mehr wollte ich doch gar nicht. Schwupps. So. Der verdunkelte Weg. Genau. Und nach oben müssen wir, glaube ich, raus. Das nehmen wir auch nochmal eben mit. Genau. Und hier können wir jetzt rausgehen. Oh, wieso kommen jetzt hier schon wieder neue Gegner? Was ist das denn? Das finde ich jetzt aber nicht nett. Wie kommen wir denn da jetzt wieder raus? Moment, da unten rum, ne? So, wahrscheinlich, weil sich das Ganze dann wieder zurückgesetzt hat in dem Moment. Haben wir das jetzt eingesammelt? Ja, ne? Interagieren kann ich nicht. Aber ich kann, glaube ich, genau, ich kann jetzt dahin reisen. Es geht schneller. So. Und dann hoffe ich inständig, dass wir auch tatsächlich hier in der nächsten Folge weitermachen können. Weil ich muss nämlich jetzt rausgehen. Und ja, ich weiß aber noch von der Closed Beta und auch von einmal, wo ich hier gespeichert hatte und rausgeflogen bin wegen Inaktivität, sprich nach der ersten Folge, dass ich dann ein bisschen zurück da reingesetzt worden bin. Ich hoffe trotzdem, dass wir in der nächsten Folge dann hier zumindest weitermachen können. Und ja, dann schauen wir uns den Rest der Geschichte in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.